Wenn wir immer noch Angst hätten vor den anderen Schornsteinen, dann würden wir nicht Jo die Nachtwache geben. Der war schon vor dem Schnee alt. Kein Wunder, dass er tief schläft. Behutsam lege ich ein frisches Tischbein auf das Feuer. Jo schnarcht weiter und ich schleiche durch die Halle zur grünen Wand. Hier haben die Alten die Erinnerungen gesammelt von vor dem Schnee. Ja, da stehen sie dann regelmäßig und glotzen auf die Bilder und erzählen uns stundenlang davon, dass früher alles besser war. Ah, wie oft ich diese Geschichten schon ertragen musste. »Schaut, Kinder, das Grüne, das ist ein Baum«, jammert meine Mutter dann. »Vor dem Schnee gab's viele verschiedene Sorten davon. Im Garten meiner Eltern stand eine Kastanie. Die hatte große grüne Blätter größer als meine Hand. Darunter haben wir uns im Sommer versteckt. Im Sommer, da schien die Sonne. Und es war so heiß, dass man sich schützen musste.« »Oh mein Gott, das ist nun halt mal vorbei. Findet euch damit ab, ihr alten Säcke. Es schneit und schneit und schneit, so ist das nun mal. Überm Eis gibt's kein Leben.« Ist die Vergangenheit so zuwider, ich könnte schon beim Wort Baum kotzen. Unsere Eltern haben die Zeit vor dem Schnee zu einer Religion gemacht. Und bei drei Themen bekommen sie besonders schnell feuchte Augen. Da wäre, früher waren alle Orte mit Straßen verbunden und jeder konnte mit seinem eigenen Wagen hinfahren, wohin er wollte. Buhu, wir haben keine Autos mehr, wir Armen, buhuhu. Und Thema Nummer zwei wäre, in jedem Haus lief ein Fernseher und er zeigte Bilder aus der ganzen Welt oder Filme und Serien. Und dann erzählen sich die Alten gegenseitig die Geschichten dieser blöden Filme. Ich frag mich, wie diese Filmgötter und Göttinnen verehrt worden sind. Geldspenden, Räucherstäbchen oder vielleicht Menschenopfer? Aber das schlimmste Thema, also Nummer drei, sind die Scheißbäume. Ach, am meisten vermisse ich die Bäume. Ha! Ach, soweit ich das verstanden habe, gab's nur ganz wenige davon. Aber an manchen Orten standen dann ganz viele. Wald, Wälder oder so. Und dort haben die anscheinend alle ihre gesamte Kindheit verbracht und aus Blumen Kopfbedeckungen gebastelt und die sogenannten Insekten gestreichelt. Die Erwähnung eines dieser drei Wörter genügt völlig, um sie komplett zum Heulen zu bringen. Ja, und ich bin besonders betroffen, weil ich ja das erste Schneebaby bin. Ich werde beim rituellen Gruppenflennen immer vorgezeigt. Ich bin sozusagen die Grenze zwischen der Nostalgie und dem Schnee. Ich bin genau an dem Tag geboren worden, als es anfing zu schneien. Auf der ganzen Welt, damals vor 16 Jahren. Schneebabys, sagt man, sind besonders. Weil wir mit dem Schnee kamen, können wir das Eis spüren, heißt es. Naja, ist nicht mal ganz gelogen. Wenn ich stehen bleibe und in mich höre, bis ich nichts mehr höre, ja, dann erzählt mir das Wetter, ob es überm Eis gerade schneit, stürmt oder nur kalter Himmel ist. Ist halt so und können halt die Alten nicht. Immerhin, darum darf ich mit, wenn wir mit den anderen Schornsteinen Handel treiben oder den Zaun ausbessern oder wild jagen. Wenn man so weit rausgeht, dass man die 41 Schornsteine nicht mehr aus dem Eis ragen sieht und es kommt dann ein Sturm auf, dann ist man verloren. Doch Schneebabys wissen, wann ein Sturm aufkommt, heißt es. Genau weiß das eigentlich keiner, denn ich bin ja das Einzige und ich kann das zumindest. Als der Schnee kam, erzählen die Alten, haben sich alle in ihren eigenen Häusern versteckt, um das Wetter abzuwarten. Ja, und dann gab's kein Wasser mehr aus dem Wasserhuhn.
und bald keine Elektrizität aus der Strickdose, das erzählen sie auch. Und nicht nur einmal, das erzählen sie immer und immer wieder. Also versammelt sich die Menschen in großen Hallen und machten Feuer, die nie ausgehen durften. Wir hatten besonders Glück, wir fanden unbegrenzten Brennstoff, denn unsere Halle hatte eine Frau namens Ikea gebaut. Dann bauten alle Schornsteine, um nicht am Rauch zu ersticken. Und die Eistreppen, um rauszukommen. Immer länger wurden die Treppen und die Schornsteine, um übers Eis zu ragen. Immer weniger wurden wir Menschen. Wir sind noch 34 Leute. Und in den anderen Schornsteinen, da leben auch nicht mehr. Ja, es ist nicht schön im ewigen Eis, klar. Na und? Pech. So, und jetzt? Ich meine, Nostalgie hilft ja auch nicht, oder? Ich glaube unseren Eltern jedenfalls nicht, dass früher alles warm war und gemütlich und bunt, dass sich alle lieb hatten. Pah! Die Bilder aus den Magazinen, die sie an die grüne Wand gehängt haben, die sprechen eine andere Sprache. Wenn man in die Gesichter guckt von den Leuten auf den Bildern, dann sieht man, dass die Alten damals auch schon Angst hatten. Alle hatten sie Angst. Da gibt's Bilder von Menschen, die schauen so glatt aus wie aus Plastik und die machen Fratzen, als würden sie lachen vor Glück. Doch jeder Narr kann die Panik dahinter erkennen. Hat das etwa keiner gesehen vor dem Schnee? Ich wünschte wirklich, sie würden aufhören mit der Nostalgie und endlich im Eis ankommen. Es ist, als würden wir Jungen nur mit Vergangenheit aufwachsen, doch ohne Zukunft und ohne Gegenwart. Als wären unsere Leben entwertet, sinnlos, noch bevor wir sie überhaupt leben. Bloß weil wir nicht mehr frieren, gelten wir als kalt. Bloß weil wir nicht von fucking Ananas träumen, gelten wir als hoffnungslos. Bloß weil keiner von uns Lieder wie Geronimo's Cadillac oder Barbie Girl singen kann, gelten wir als primitiv. Dabei ist das Scheißmusik. Ich werde das ändern. Darum schleiche ich durch die Halle. Ich werde heimlich die Eistreppe hochkriechen. Jetzt. Draußen ist Kalthimmel und Rundmond, flüstert mir das Wetter zu. Doch da ist hinter mir was. Was macht denn du, Snow? Britney, hast du mich erschrocken? Warum schläfst du nicht? Ich hab gesehen, wie du dich angezogen hast und Onkel Joe das Holz gebracht hast und mit dir selber geredet hast. Geh wieder ins Bett. Geh ins Bett, du kannst nicht mitkommen. Aber wo gehst du denn hin? Das ist egal. Du kannst nicht mit. Du bist noch viel zu klein. I'm zu klein, aber wofür denn? Na, zu klein für überm Eis. Da bin ich überhaupt nicht. War ich schon. Waren wir alle schon. Auch Madonna und Timberlake und sogar Beyoncé. Ich kann dich nicht mitnehmen. Geh zurück und wecke bitte niemanden auf. Ich will aber mit. Auf keinen Fall. Das ist viel zu gefährlich für dich. Warum denn? Na, weil ich... Weil du kein Schneebaby bist. Oh, immer das mit dem Schneebaby. Hey, du bist auch kein Sonnenkind mehr. Du bist auch nur ein blödes Eiskind. Hey, das ist so unfair. Es ist, wie es ist. Find dich einfach damit ab. Wenn du mich nicht mitnimmst, hey, dann schrei ich laut Überfall. Und dann wird Onkel Jo wach und alle anderen auch. Das traust du dir nicht. Okay, gut. Hör auf. Ich glaub dir. Oh, du darfst mit. Klasse. Du Snow. Was denn noch, du Nervensäge? Hey, was machen wir denn? Wir beenden diesen Nostalgie-Scheiß. Es ist eine Nostalgie-Scheiße. Wir machen Schluss mit dem Schnee. Wer kann man das? Ich kann das. Hä? Wie willst denn du das machen? Jetzt pass mal auf.
Wir können nicht normal die Treppe hochgehen. Wir müssen auf alle Viere, sonst rutschen wir vielleicht noch aus und wecken dann alle, okay? Ja, ist ja schon gut, schon gut. Und jetzt ganz leise, Britney. Okay. Aber sag mir, hey, wie willst denn du das machen mit dem Schnee? Nein, das sag ich dir jetzt nicht. Halt einfach die Klappe und komm. Okay. Ich weiß es noch nicht. Ich hab nur eine Idee. Okay, und was ist das für eine Idee? Naja, ich rede mit dem Wetter und überzeuge es. Hä, was? Ich sag dem Wetter, dass es aufhören soll zu schneien. Das ist aber eine bescheuerte Idee. Das ist das Beste, was mir einfällt. Und du musst ja nicht mitkommen. Bist ja auch kein Schneebaby. Oh Mann, da muss schon wieder der Scheiß. Hey, weißt du was? Hey, du hast recht. Ich glaube, ich gehe wieder. Das ist mir zu doof. Okay, das ist wirklich gut so. Schlaf warm, Snow. Schlaf warm, Britney. Und träum süß vom Herbst. Hey, von was soll ich träumen? Herbst, das ist sowas Ähnliches wie Sommer, bloß toller. Aber das wirst du noch sehen. Wart's nur ab.